Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Orwell. Wir gucken uns Juliet heute noch ein bisschen genauer an. Sie hat sich auffällig verhalten und wir haben Zugriff auf ihren Rechner und auf ihr Telefon. Und was macht sie gerade im Internet? Stellington Webmail. Sie hat von der Uni-Seite aus eine Nachricht geschrieben. Sieht aus wie, als wären sie gute Freunde gewesen. Ne? Also ja, sie hat nach ihnen als Hintergrundbild. Tracking, gucken wir, wo sie war. Okay, also auch das die Orte, wo sie in den letzten 24 Stunden war, wo sie jetzt demnächst nicht sein wird. Also so laut ihren eigenen Tipps. Eine Handynummer von Abraham. Die haben wir noch nicht. Die werden wir hochladen, glaube ich. Fotogalerie. Neues Foto. Ist auch das Einzige. Das brauchen wir nicht. Und Chat 16, also gestern mit ihrem Vater. Wo bist du denn? Auf Arbeit, sagt sie. Ist doch so ein schöner Sonntag. Wir haben heute ein schönes Grillen vorgesehen. April ist already here, also die Tochter, na, April, da wird es wahrscheinlich noch eine geben, die heißt Mai, oder? Ich weiß nicht genau, wie viele Schwestern sie hat, aber April, Mai, Juni, Juli, und sie sagt, ich glaube nicht, dass ich da sein werde, ja, ist dein Verlust, bitte sehr, hast du irgendeine Deadline verpasst oder so? Und sie lügt halt, ne? Also ja, sie muss an irgendeinem Projekt arbeiten, okay. Schlechte Wahl, sagt er noch, ne? Also dem Abraham sozusagen hinterhergegangen sein, Creep. Nur weil er auch bei Rosen da gearbeitet hat und dass sie deswegen da arbeitet. Und sie, halt doch Schnauze. Und sie sagt, sie weiß, dass sie das Richtige tut im Augenblick und wie wagst du es, so mit mir zu reden? Und er schmeißt sie hier raus, ja. Also, denk nicht mal dran, nach Hause zu kommen. Du wirst schon sehen, ich werde schon dafür sorgen, dass du was erkennst, also dass du siehst. I make you see. Oh, das klingt nicht gut, ne? Also sie ist echt an irgendwas dran. Versuchen wir mal hier die Verbindung hinzukriegen. Sie sagt, ich soll nicht Abraham folgen, weil er ja tot ist. Ich verschwende hier Zeit. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, dass es wichtig ist, hier eine Verbindung hinzukriegen. May Carrington, ihre Schwester. Heißt es am 14. April. Ja, wie geht's? Doing good. It's awesome. Will sich nächste Woche mit ihr treffen. Sie sagt noch, sie wird im Hotel übernachten. Was? Du gehst nicht nach Hause? Nee. Familienüberdosis und so weiter. Also wollen wir uns treffen und ja. Und ich melde mich bei dir, wenn ich Zeit habe. Cool. Und am 7. April wollte Cassandra sich mit ihr verabreden. Ja, sie wollen halt ins Haunted House gehen. Das hier könnte man hochladen, dass sie Cassandra vorgeschlagen hat, eine andere Route zu nehmen. Das ist merkwürdig, ne? Also es ist am 7. April. Und einerseits schlägt sie das Haunted House vor, wo sie eigentlich ungern ausgeht. Na, also Cassandra kann es auch glauben, ne? Was ist mit dir wohl passiert? Und sagt, ja, ist halt eine Big D-Tour. Ein bisschen verschrieben. Aber okay, ja, wenn sie das will, dann gehen sie da halt hin. Ne? Sie so, ja, wie, warum nimmst du nicht 9B? Ah, sie mag ja den Ort nicht, also okay. Also es scheint irgendwie connected zu sein, aber andererseits ist es auch wieder aus dem Kontext raus, weil es eben Tage vor den Anschlägen ist. Ich werde das erstmal nicht hochladen, es sei denn, es geht anders nicht weiter. Wir haben eine neue Website gefunden, jetzt über Abraham, der bei Rosen Technology an einem Projekt Demiurge arbeitet. Das ist das Projekt, von dem Julie hier die Daten sammelt. Oh, wenn ich das jetzt hochlade, kriege ich wieder auf den Deckel dafür. Ja, ich befehle Ihnen nicht weiter in Abrahams Past rumzusuchen. Ich könnte Sie zu einer Zielperson machen, das wollen Sie doch nicht. Ja, genau, ja. Was aber eben komisch ist, dass Juliet halt da irgendwie Material haben wollte, deswegen will ich es ja haben. Ich habe genug Material gefunden, um eben zu vermuten, dass mit Juliet irgendwas nicht stimmt. Sie könnte der
Impersonator sein, ja, also der, der sich für ihr, für Abraham ausgibt. Ja, ist nur eine Vermutung. Na gut, ich soll weiter nach Hinweisen suchen. Gucken wir mal. Wir haben mehrere Sachen. Wir haben einen Telefonanruf von Cassandra, die jetzt Joseph anruft. Law Office of Joseph, Cassie, they released me, I'm free to go. Wow, fantastic, can't believe it. Okay, sie ist also frei. Da musst du doch wohl was mit zu tun haben. Und ja, vielleicht. Danke, 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 danke. Warte, ich hol dich ab. Musst du nicht arbeiten? Arbeit kann warten. Was ist wohl passiert? Bist du immer noch derselbe Joseph? Ja, lange Geschichte und er wird sie ihr dann erzählen. Okay. In 20 Minuten wird er da sein. Can't be soon enough, sagt sie doch. Okay. Also sie ist frei, er holt sie ab. Irgendjemand hat das also tatsächlich wahr gemacht. Kam da noch was? Nee, hat aufgelegt. 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir, um alles hochzuladen. Lesen wir uns den Eintrag hier noch durch. Eintrag Nummer 4, Flawed. Boom, was ist das? Okay, zitiert Oppenheimer. Ja, ich bin der Tod sozusagen, der Zerstörer der Welten, als er realisiert hat, dass er irgendwie die Atombombe möglich gemacht hat. Und so fühlt er sich wohl gerade. Er beschreibt hier die Arbeit für das Projekt, an dem er arbeitet, also Orwell sozusagen. Und ja, also er hat es halt irgendwie nicht, also ich nehme an, er hat einfach den Auftrag angenommen und hat erkannt, dass er das nicht irgendwie beeinflussen kann. Und er will halt wenigstens sein Geständnis hier ablegen. Okay, ich werde es auf jeden Fall hochladen. Ich denke, das ist wichtig. Er hat eben für dieses Projekt gearbeitet, Demiurge, was jetzt im Orwell ist, und er hat den Ethikkodex dafür geschrieben. Und er sagt, das ist halt das schlimmste Projekt, an dem er je gearbeitet hat, ne, was ihm jeden Bürger der Nation ausspioniert. Sein Ziel oder seine Hoffnung war, ihm diesem Projekt strenge ethische Grenzen zu geben und ihm diesen Kodex zu schreiben. Aber er hat halt versagt, sozusagen. Also er sagt eben, dass er so naiv war, eben wirklich denken zu können, das irgendwie unterbinden zu können. Denn das ist halt furchtbar, das System. Ja? Also jeder, der sozusagen in Untersuchung ist und eben eine Zielperson ist, wird eben durch auf alles durchleuchtet und jede Verbindung führt dazu, dass man eben von Person zu Person springt und so jeden zu einer Zielperson macht. Ja? Also, und eben anders gesagt, niemand ist unschuldig. Tja, und er will damit an die Öffentlichkeit gehen, aber sagt, wird es irgendwas ändern? Er glaubt nicht. Es wird halt unter den anderen Timeline-Scandals irgendwie untergehen und einfach verschwinden. Aber er wollte es wenigstens aufgeschrieben haben und er will ja auch das so gar nicht öffentlich stehen lassen. Also nicht auf seinem Blog, und er wird das eben archivieren, aber er will es ihm wenigstens geschrieben haben. Er meint noch, dass eben das System sozusagen schon diesen Blog eben und überhaupt die Gruppe, wenn Ford hier schon existiert, ja, ich denke schon, eben auch umdrehen sozusagen und gegen ihn ausspielen. Okay, ich lade das mal hoch und guck, was passiert. Ich weiß es jetzt. Jo. Und sie sagt, sie war es, die ihn im Projekt haben wollte. Und zwar damit halt Sachen eben, damit Orwell gut wird, ja. Wegen der ethischen Standards. Nur wenige Leute wissen davon und sie wollte, dass es eben auch so bleibt. Tja, der aktuelle Feind hat eben jetzt für sie gearbeitet, eine Person, die sie ausgesucht hat. Und ich weiß jetzt alles, ne? Ich habe es herausgefunden, eben durch das Tool, das sie entwickelt haben. Haha. You choose to disobey, ich habe ihre Befehle missachtet und das wird Konsequenzen haben. Disobedient, ja, ich bin jetzt eine Zielperson, ach hi.
Wir können. Oh. Sein PC ist offline gegangen. Tja, also ich habe jetzt noch weiter rumgeguckt, ob ich irgendwelche Informationen finde, die ich noch nicht hochgeladen habe, die jetzt wichtig sein könnten. Ich vermute, dass ich jetzt einfach die Zeit sozusagen rumbringen muss, ne? Weil die Uploads sind ja Zeit. Das heißt, um 4 wird das Treffen stattfinden und wenn ich die 5 Sachen hochgeladen habe, dann ist es um 4. Weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich nutze ich das jetzt doch einfach mit den Positionen, also wer jetzt wo war, damit ja einfach das mögliche Versteck oder so gefunden wird und dann gucken wir einfach, was passiert. Also eine andere Idee habe ich jetzt im Augenblick nicht. Bei manchen Sachen weiß ich, wo es ist. Also ich meine, Stelligan Avenue ist höchstwahrscheinlich die Universität, Rosenplaza wird die Arbeit sein, Penn Street, Mallory-Kirt und Portobello Road, das sind Sachen, die ich nicht zuordnen kann. Und das sind jetzt die drei, die ich mal hochlade. Zumindest von ihr und bei Harrison weiß ich nicht genau. Also will ich überhaupt, dass er gefunden wird? Sind halt auch zwei, ne? Also die beiden haben wir jetzt hochgeladen. Ach nee, Stellington brauchen wir nicht. Orchard Drive ist ja. Nicht bei ihr, sondern bei ihm. Ja, ich lade das hoch und vielleicht it's almost four. Ja, ein Upload kriege ich noch hin. Ich nehme jetzt den hier. Den Campingplatz halt, weil er gesagt hat, er besucht seine Mutter heute. Okay, ich bin gespannt. Nanu. Okay, sie wollte jetzt Teams losschicken und wir werden irgendwie gehackt. Ja, ich klicke hier nichts. Wir können jetzt nur noch zugucken, was hier passiert. Also höchstwahrscheinlich ist es Initiate, der hier sein Profil aufruft. Juliet ruft alle an. Okay, ist irgendjemand da? Ja, Harry ist da. Harry didn't know if you would stay be around. Okay. Cassandra ist gerade so da. Cassie, du wirst freigelassen. Ja, danke. Also, Jossie war es. Oh, er hat halt irgendeinen Trick angewendet. Keine Ahnung, wer es war. Ist doch großartig. Joseph ist da. Ja, er ist auch hier. Und Initiate sagt, holy crap, what is this? Stimmt, er wollte gar nicht dabei sein. Na, aber wie ruft sie ihn dann an? Wie auch immer. Er sagt, ein Dummkopf, ja, der sozusagen gerade ja, wie total durcheinander ist von dem, was er hier gerade sieht. Aber ansonsten Initiate. Wie kann es sein, dass er jetzt in dem Gespräch ist, obwohl sie ihn gar nicht. Und er sagt, ja, er ist in Orbit. Und sie, what? In Orbit? Weiß sie schon davon? Bin ich jetzt gar nicht sicher. Aber er sagt ja, dass Abe ihm eine IP gegeben hat und er ist jetzt eben so in Control irgendwie. Also er hat die Kontrolle über Orbit. Naja, mehr oder weniger. Ne? Er sieht das, was wir gesehen haben gerade. Er hat ja so ein bisschen durchgeklickt und hat ihm jetzt den Listener offen und sieht sozusagen Juliet telefonieren und ist deswegen mit im Gespräch drin. Also er sieht jetzt alles. Und er sagt immer noch, das ist hier alles eine Riesenfalle, das kann doch nicht sein. Und Cassandra meint, aber Abe würde uns niemals verraten. Und Joseph sagt, nee, würde er nicht tatsächlich. Und da sagt Initiate aber, ja, das ist doch der Punkt, wo es halt so alles komisch wird. Ne? Also er hat ja hier gerade einen Blick auf seine Datei geworfen und unterrichtet die anderen, dass Abraham tot ist. Und Cassandra, was? Das ist doch impossible. Und also unmöglich. Und auch Joseph sagt, na, das ist alles komisch. Und Juliet sagt auch, was? Er ist tot, Abraham? Ja, wie denn das? Und ja, er war halt krank und Krebs und so weiter. Er sagt, ja, warum konnte er uns das nicht erzählen, der Alte? Und er sagt auch, also Initiate sagt,
Abe gab, Nina, die den Angriffsbefehl sozusagen mit den Bomben und so weiter, und Harris sagt, was, oh scheiße, wir stecken jetzt alle in der Scheiße drin, ne? Weil eben natürlich sofort jetzt auch dafür verantwortlich gemacht wird und das ja sozusagen stimmt, was die Meinung der Öffentlichkeit ist, ja. Aber Inishit hat ja auch herausgefunden, wer das ist, also dass ja Abe tot ist und irgendjemand sich für ihn ausgibt, und er sagt jetzt, also er sagt es allen, Juliet ist es. Und sie gibt es auch zu. Sie sagt, ja, sie ist nicht stolz drauf, aber es musste getan werden. Und Harris sagt, was? Ja, what the hell? Was zur Hölle? Warum? Ja, und naja, jetzt erklärt Juliet so ein bisschen ihr Vorgehen und sagt, dass halt Nina für Abraham alles ruiniert hat. Wahrscheinlich durch die Scheißaktion, die da irgendwie kacke gelaufen ist oder so. Und das sollte ja alles besser werden. Und sie sagt aber, Juliet meint eben jetzt, ja, das muss halt alles irgendwie ein bisschen extremer werden, ja, extrem. Ja. Und Inishit sagt, was, das ist doch nicht extrem, das ist Mord. Und Juliet sagt, sie weiß es, aber also wahrscheinlich hat sie auch da Gewissensbisse. Und Cassandra sagt jetzt, was, du bist der Grund dafür, dass ich verhaftet wurde. Wie konntest du das tun? Und Juliet sagt, Ford musste zerstört werden. Ja, also das ist der ganze Sinn hinter dieser Geschichte, ja, dass es eben zerstört wird und die Menschen dann sehen eben, wie scheiße Orwell ist, ja, also wie das eben, wie falsch es ist, also wie falsch es funktioniert, sozusagen. Ja, also es funktioniert zwar, aber es ist halt falsch, ne? Und dann erklärt sie aber eben, dass das Abe da noch gearbeitet hat und so weiter, und auch Harrison sagt, was, er hat an Orwell gearbeitet? Inishit meint, er hätte doch auch zu den Medien gehen können, und sie sagt, ja, er war aber, er hatte eben befürchtet, dass es nichts hilft, dass alles ja, einfach untergeht und sich da niemand drum kümmert, und Harrison sagt ihm, ja, du bist der beste Aktivist von allen, also viel besser als Nina oder er, so im Nachhinein betrachtet, und Cassandra sagt, halt die Schnauze, sie nimmt es also persönlich, ja, also wir hatten schon gehört, dass sie eher so die verwöhnte Göre ist, ja, so Hobbyaktivist und so weiter, sie nimmt es einfach persönlich, dass sie jetzt im Knast. Die ganze Geschichte drumherum ist ihr vollkommen egal. Josef ist auf derselben Wellenlänge, und Inishit fragt nochmal, warum denn nun eigentlich? Ja? Warum sollte er Orwell hacken und so weiter? Und Juliet erklärt, dass eben eine Person muss noch überzeugt werden, wie falsch Orwell ist. Denn wir haben bisher nur eine Person gehabt, also den Mann im Innern sozusagen, Benjamin, den Advisor. Und wir brauchen aber noch den einen, der wirklich uns ausspioniert. Und das ist eben der Investigator, also der Ermittler, also ich, Roxy. Und Inishit war da nur eine Ablenkung, dass sie jetzt nicht sofort auf Thought gehen, sondern erst noch herausfinden wollen, wer das ist. Oder ja, also ich würde es ja auch gerne wissen und habe ja zeitweise gedacht, dass er das ist. Und sie spricht mich jetzt direkt an, ne? Also du, Investor, also ich, Roxy. Glaubst du wirklich, dass Orwell funktionieren würde? Und glaubst du wirklich, dass du, also ich, Roxy, außerhalb des Systems bin, ob ich nicht auch ausspioniert werde? Und das weiß ich ja inzwischen, ne? Dass hier Catherine de la Carre ja auch mich sozusagen unter Verdacht hat. Ne? Also ich bin ja schon eine Zielperson dafür, dass ich ihre Befehle nicht befolge. Und das, obwohl ich eben außerhalb der Nation bin. Also ich sitze ja hier in Berlin. Krass. Und sie möchte jetzt, dass ich mich selbst incriminating schreibt. Also ich muss mich sozusagen kriminalisieren durch das System, um diesen Wahnsinn aufzudecken und dem Einhalt zu gebieten. Harrison fragt, warum sollte der mitmachen? Der ist ja, ich bin ja auch nicht verrückt. Und Inishit, der gibt eine Alternative. Also er sagt, Catherine de la Croix ist ja auch im System drin und da gibt es Dateien über sie. Und da könnte er ja mal reingucken und da finden wir ganz bestimmt was. Ja, dann hängen wir ihr das an. Und sagen, also sie hat bestimmt irgendwo Dreck am Stecken. Und Harrison ist auch der Meinung, er sagt, now we're talking. Und Juliet sagt aber nein, ja, also Delacroix irgendwie das anzuhängen, hilft nicht, ja, die wird einfach ersetzt und dann ist das ja nicht der richtige Weg. Bei Harrison sind sie jetzt an der Tür, ne? Also der ist jetzt wahrscheinlich verhaftet worden, er ist raus aus der Nummer. Juliet sagt, dass er eben ja, Opfer des Überwachungssystems wurde. Inishit sagt, oh scheiße, er muss mit dem Stream jetzt online gehen und zeigt jetzt offenbar den anderen Cassandras File. Und sie sagt, ja, das ist ja ein Schlag ins Gesicht. Ne? Das haben sie alles über sie gesammelt. Und ich war es auch, der sie eben ja, potentially dangerous, also als gefährlich eingestuft hat. Und ja, auf der anderen
ganzen Sache. Seit habe ich halt das mit Juliet rausgefunden. Also sie sagt, ja, wir können es halt schon versuchen mit mir. Joseph ist dran. Er soll jetzt auch entscheiden. Also er wird sozusagen fast abgestimmt, ja, welchen Weg sie jetzt einschlagen wollen. Und Joseph sagt, ja, weiß nicht genau. Nishit sagt, das Witzige ist ja, dass er jetzt auch gesehen hat, dass Joseph ihm Ford raus oder naja, verkauft, na, kann man das so sagen, jedenfalls den Tipp rausgegeben hat, ne, an Harrison, also über Harrison, und dafür Cassie halt frei ist, ne, und der sagt, ja, er muss das tun und wegen Cassie, und sie sagt, oh, wie süß, aber ach, eigentlich weiß sie, es ist auch schrecklich, und sie weiß überhaupt nicht mehr, was sie davon halten soll, und sie ist jetzt raus aus der Nummer, ja, also lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß, und naja, Joseph halt hinterher, ne, also er sagt auch, ja, bin auch raus, also er will sich nicht weiter dazu äußern. Und Juliet sagt, ne, großartig, ne, sieht man, wie scheiße das hier gerade läuft. Und ich, aber ja, das ist doch genau so, was wir jetzt machen müssen, ne? Also den Leuten zeigen, wie scheiße es läuft und dass eben alle irgendwie affected, also eben beeinflusst werden von dem System. Er soll eben jetzt schnell noch für Nina sprechen. Tja, also es ist wahrscheinlich seine Schuld, dass Nina überhaupt ja unter Verdacht stand, aber andererseits bin ich also dafür verantwortlich, dass sie eben so gejagt wurde und höchstwahrscheinlich auch gestorben ist. Ja, aber andererseits haben wir eben auch wieder über Juliet herausgefunden, also deswegen sagt er ihm, wir können mir vertrauen. Und ja, aber das ist halt nur eine Stimme für den, also um mir zu vertrauen, und das reicht eben nicht. Ja. Und Juliet sagt, ah, toll, dann können wir es ja jetzt endlich auf meinen Weg machen. Und jetzt sind es eben nur noch die beiden, die sich darum streiten, wenn man so will. Ja, also beide sprechen jetzt, also sozusagen das Plädoyer, sprechen mir jetzt ins Gewissen und sagen, ich soll mich entscheiden. Entweder Delacroix die Sache anhängen und sie zu einer, also sie ist jetzt eine Zielperson geworden, ich könnte jetzt Daten über sie hochladen. Und Juliet sagt eben der andere Weg, also ich soll mich kriminalisieren. Und sie hat aber die, also April hat ja die Daten geklont, und ich habe jetzt Zugriff darauf und ich kriege jetzt sozusagen noch alle Informationen und muss mir die angucken und soll dann entscheiden. So, Catherine Delacroix schreibt, finally, ja, wir sind wieder zurück. Die im Backend haben also die Ingenieure dran gearbeitet. Ne? Wir hatten da einen ungebetenen Gast. Und wir müssen jetzt stark sein, wir müssen den Leuten da draußen, wir müssen die Leute zeigen für das, was sie sind, also Ford sozusagen, ne? Also die Sicherheit der Nation hängt davon ab, ne? Also sie sagt eben, also Catherine Delacroix ist sozusagen der dritte Weg, den wir jetzt eingehen können, wir müssen jetzt Ford die Sache anhängen, ja? Wir müssen Abraham Goldfelds eben sagen, dass er, also beweisen, dass er Ford eben als Terroristen terroristische Gruppe gegründet, vielleicht nicht gegründet hat, aber eben dazu gebracht hat, dass sie terroristische Aktionen ausführen. Ja, sie sagt ja auch, sie konnten es auf dem PC zurückverfolgen, also kriegen wir jetzt wahrscheinlich noch Zugriff auf seinen PC und haben damit drei Möglichkeiten. Ja, das klingt auch nach einer super Stelle, hier eine Pause zu machen und uns das dann morgen anzugucken. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Wir haben